Hey Leute, hier ist Super Extreme und heute geht es um die Widersprüchlichkeiten in den Religionen. Vielen fallen diese Widersprüchlichkeiten gar nicht mehr wirklich auf. Sie wurden darauf konditioniert, sie auszublenden, sie gar nicht mehr wahrzunehmen. Ein beispielsweise konfliktreiches Thema ist das Thema Sexualität im Christentum. Da wird Sexualität extrem tabuisiert. Das wollen wir nicht. Da wollen wir nicht drüber reden. Und wenn dann ein paar Kinder irgendwie von Pfarrern missbraucht wurden, dann will man das nicht wahrhaben. Das möchte man natürlich unter den Tisch kehren. Seltsamerweise habe ich erst vor kurzem eine Gläubige gesehen, die hatte einen riesen Ausschnitt und ihre Brüste sind so richtig hervorgequollen und dazwischen natürlich ein dickes Kreuz. Und da dachte ich mir, irgendwie ist das widersprüchlich. Auf der einen Seite wollen die Christen und die Gläubigen ja nichts mit Sexualität groß zu tun haben und das wird ganz tabuisiert, aber diese eine Gläubige, die zeigt da ihre Brüste und das ist ein Kreuz dazwischen, das passt offensichtlich irgendwie. Und die Gläubigen, denen fällt die eigene Widersprüchlichkeit gar nicht mehr wirklich auf. Sie sagen, oh, das ist das Problem, dass genau sowas nicht auffällt, dass da nicht gemerkt wird, eigentlich, die leben ja ihre eigenen Werte gar nicht. Auf der einen Seite sagen sie, sie wären gegen Sexualität und sie wollen das nicht, dass man das so offen auslebt und so weiter. Aber auf der anderen Seite ziehen sie sich einen riesen Ausschnitt an und tragen zwischen den Brüsten hier ein großes Kreuz. Was ist denn das für eine Logik? Das ist keine Logik. Oder auch bei Nächstenliebe oder auch wenn ich zum Beispiel sehe, da habe ich einen Fall gehabt, dass ich in der U-Bahn gefahren bin. Und da ist so ein Junge gegen die Wand gelehnt gestanden und hat den Kopf so weggedreht, dass man ihn nicht sehen konnte. Und dieser Junge hat einen ziemlich verzweifelten Eindruck gemacht. Also er hat ja fast schon einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Und ich bin da in die U-Bahn eingestiegen und bin zu dem Jungen hin. Erst habe ich mich ein bisschen daneben gestellt, um erstmal zu gucken, ja vielleicht schaut er einfach da nur in die Richtung oder vielleicht ist er ja gar nicht so frustriert, vielleicht ist alles in Ordnung und ich interpretiere das nur falsch. Und habe ein bisschen abgewartet, einfach um zu prüfen, okay, ist dieser Junge wirklich frustriert und wirklich am Ende und bräuchte Hilfe. Und ich bin dann recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, ja, meine erste Einschätzung war richtig. Dieser Junge ist irgendwie frustriert oder entmutigt und bräuchte mal, dass jemand ihn anspricht und ihm was gut zuredet. Und dann war daneben so eine dickere Frau, die hatte ein Riesenkreuz hier tragen, ja, hier eine Kette um den Hals rum und ich dachte mir, ja, das ist so eine richtige Gläubige, die wird dann doch, wenn es doch jetzt das Prinzip der Nächstenliebe, ja, da geht man doch zu jemand, der Hilfe braucht. Und die hat es genau gesehen. Die hat es genau gesehen, die hat den Jungen genau gesehen, die hat auch genau gesehen, die hatte nicht mehrmals angeschaut, dass es dem nicht gut geht. Aber die ist nicht zu dem hingegangen. Die ist schön stehen geblieben, wo sie ist. Und obwohl sie genau sah, okay, dieser Junge bräuchte vielleicht mal jemand, der ein bisschen ihn aufbaut oder mal mit ihm spricht. Die ist stehen geblieben. Der hat das überhaupt nicht. Die hat das überhaupt nicht gekümmert. Die hat sie da. Die ist einfach stehen geblieben. Und ich als Atheist bin hingegangen zu ihm und kann man jetzt sagen, ja, das hat doch jetzt nichts mit dem Atheist zu tun oder mit gläubig zu sein zu tun. Kann man sagen, natürlich. Aber ich frage mich dann, wenn die Gläubigen sowas wie Nächstenliebe, das ihr höchstes Prinzip anscheinend ist. Und ich sage auch immer, Nächstenliebe ist keine Erfindung vom Christentum, überhaupt nicht. Nächstenliebe gab es schon lange vor dem Christentum. Das hat nichts. Das ist ein menschliches Konzept und nicht kein religiöses Konzept. Nur die Kirchen haben das für sich natürlich gepachtet und gesagt, ah, das ist unsere Erfindung. Und Nächstenliebe, das ist natürlich ein guter Wert von uns Christen. Das ist, es ist ein menschliches Konzept. Und das Christentum hat das nur geklaut sozusagen und für sich beansprucht und gesagt, das ist unsere Erfindung eigentlich. Und ich bin zu diesem Jungen hingegangen und habe ihn so an der Schulter angetippt und dann hat er sich zu mir rumgedreht und habe gesagt, alles okay bei dir? Du wirkst so ein bisschen entmutigt. Wo schaust du denn hin? Und dann hat er gesagt, ah, ich schaue da gerade dem Lokführer zu, weil das war so eine, das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt, dass diese Platte, wo er da durchgeschaut und diese Wand, dass die leicht durchsichtig war und dahinter dieser Zugführer zu sehen war von der U-Bahn. Da habe ich gesagt, oh, das ist ja interessant, oh, da kann man ja die Messinstrumente sehen. Wenn man da näher hingeht, sieht man die Messinstrumente und wie er da fährt und so und wie er das macht. Das ist ja interessant. Und dieser Junge, ich habe genau gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Aber in dem Moment, wo ich mit ihm angefangen habe zu reden und da über diesen Zugführer und ich habe auch gemerkt, das interessiert ihn auch ein bisschen, was der Zugführer da macht und so weiter,
war der Junge plötzlich, ist er wie aufgeblüht, ist seine Stimmung aufgeblüht. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, ist richtig so. Und ja, finde ich genauso. Und ich finde das auch interessant. Und man hat so richtig gemerkt, er freut sich, dass jemand ihn da angesprochen hat und mit ihm einfach eine nette, kurze Konversation gemacht hat. Und ich habe mich mit dem Jungen einfach nur 3-4 Minuten unterhalten. Und es war nett und eine schöne Erfahrung für uns beide. Einfach ein netter, zwischenmenschlicher Umgang. Und das fand ich schade, dass das, also für mich war das selbstverständlich. Und wenn jetzt dem Jungen das wirklich noch irgendwas gewesen wäre, wo er ernste Probleme hätte, hätte er mit mir darüber reden können, wenn er wollte. Ja, wäre das möglich gewesen. Ich hätte ihm die Möglichkeit dazu gegeben. Ja, und das im Christentum, da sind so viele Widersprüche ab, die fallen den Christen gar nicht mehr auf. Die sagen, na, das muss man so wegdrängen, weil sonst würde man ja selber merken, dass oh, die eine, die Religion, die ist ja total widersprüchlich. Und, das will man ja nicht zugeben. Weil man will ja mit blinden Augen, will man da irgendwie dran glauben. Und auch nur eine Anmerkung, ich mache auch noch einen großen Unterschied zwischen Religion und Spiritualität. Das ist für mich auch nochmal, sind zwei unterschiedliche Dinge. Also Religionen stehe ich sehr kritisch gegenüber und die kritisiere ich auch scharf, auch zu Recht meiner Ansicht nach. Und die Argumente habe ich schon in etlichen Videos gebracht, aber ich glaube, da kommen noch ein paar Videos. Ja, beispielsweise, dass sowas wie menschliches Verhalten wie Nächstenliebe oder sowas, dass das keine christliche Erfindung ist und dass Menschen auch so gut miteinander umgehen können. Und behaupte ich, ohne Religion können sie noch viel besser miteinander umgehen, weil Religion, da geht es immer darum, sich abzugrenzen von anderen und gegeneinander aufzustacheln und dann sagen, mein Gott ist besser als dein Gott und dann gibt es einen Glaubenskrieg. Ja, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber es geht um Abgrenzung und davon halte ich ganz wenig und ihr hoffentlich auch. Und Spiritualität ist nochmal ein anderes Konzept. Also Spiritualität, das ist nicht von einer zentralen Organisation. Da gibt es auch nicht so krasse Dogmen wie in den Religionen und wo man so klein gehalten wird. So eine Spiritualität hat ja mehr das Beschäftigen mit sich zu tun. Und auch damit, dass man psychologisch sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also Spiritualität, auch wenn da ein bisschen so was Magisches dabei ist, wo ich dann sage, ob das jetzt unbedingt dabei sein muss. Aber dass ich diese krankhaften Konzepte, die in einigen Religionen vorkommen, die sehe ich da, die sind da nicht so wirklich vorhanden. Deswegen stehe ich Spiritualität eher neutral gegenüber und den Religionen natürlich sehr kritisch gegenüber, das ist klar. Und dann noch eine Zuschauerin hat unten kommentiert, ist der Buddhismus, da ist doch gar keine Religion. Da sage ich, doch, Buddhismus ist genauso eine Religion wie alle anderen Religionen, wie Scientology und wie alles andere und auch, ich sage auch, jede Religion ist eine Sekte, das ist für mich kein wirklicher Unterschied. Außer vielleicht, dass sowas wie Scientology, dass die vielleicht noch radikaler sind, aber die eigentlichen Konzepte, die da drin stecken, die sind dieselben. Die sind nur leicht abgewandelt oder sehr ähnlich. Und zum Buddhismus kann ich nur sagen, natürlich ist der Buddhismus eine Religion und ich kritisiere auch den Buddhismus. Auch wenn ich sage mal, der Buddhismus im Vergleich zu anderen Religionen noch eher ein bisschen gemäßigter ist und manche Konzepte, die da drin vorkommen, auch sinnvoll sind, so wie, dass man sich mit sich selbst beschäftigen soll oder so. Aber trotzdem, auch im Buddhismus wird man klein gehalten. Da geht es auch wieder darum, sich nicht zu überhöhen über andere. Das ist schon das Problem. Schon wenn sowas kommt, ist es schon absolut scharf zu kritisieren. Deswegen, ich halte vom Buddhismus nichts. Ich halte von anderen Religionen nichts. Vielleicht von anderen Religionen noch mehr nichts als vom Buddhismus, aber ich stehe dem einfach sehr kritisch gegenüber und ihr solltet hoffentlich auch den nötigen Weitblick haben und die nötige analytischen Fähigkeiten, um alle Religionen zu enttarnen als das, was sie sind, nämlich Manipulation. Das dient dazu, die Menschen zu konditionieren, sie in Gruppen zu formieren, sie gegeneinander aufzuhetzen, sich abzugrenzen und Macht über Menschen zu erlangen. Darum geht's, Kontrolle über Menschen zu erlangen. Diese Organisationen haben extrem viel Macht. Und da müssen wir davon wegkommen. Wir sollten auch Kirche vom Staat trennen. Das ist auch, wir leben noch ein bisschen wie im Mittelalter. Es ist immer noch so, dass Kirche noch viel zu stark mit dem Staat verwurzelt ist. Das muss getrennt werden. Religion und Glaube sollte Privatsache sein. Religion und Glaube sollte Privatsache sein. Und nicht verstaatlicht oder da irgendwie eine gewisse Verbindung, sondern das sollte Privatsache sein. Wir wollen nicht, dass Religion andere beeinflusst. Wir wollen auch nicht, dass das öffentlich, wenn ich habe ja schon gesagt mit den Kirchenglocken, dass ich das als Belästigung wahrnehme. Was soll das? Ich kann auch nicht, wenn ich zum Beispiel Hip-Hop als Lieblingsmusikgeschmack habe, kann ich auch nicht einfach einen Subwoofer mir draußen hinstellen und einfach alle mit meinem Hip-Hop beschallen.
Es geht auch nicht. Da sagt auch jeder, hey, was soll denn das hier? Ja, aber wenn die Kirchen mit ihren Glocken läuten, da sagt keiner, ja, was soll denn das hier? Das ist doch, ich will das nicht hören. Ich will das nicht jeden Tag, jede Stunde hören, dieses Gebimmel. Ich will das nicht. Und da hoffe ich, dass sich da eine gewisse Widerstandsbewegung formiert, die einfach sagt, so, das brauchen wir nicht, das ist Lärmbelästigung. Wer gläubig ist, darf das gerne sein. Für sich, privat, soll er das machen. Aber wir wollen, ihr dürft euch auch treffen, das ist auch okay. Aber wir wollen nicht alle davon beschallt werden. Wir wollen nicht, dass ihr überall eure Dogmen, und auch wenn ich immer die Leute sehe, die mit ihren Kreuzen rumlaufen, ist auch, ja, das ist ähnlich wie damals die Nationalsozialisten, die sind auch immer mit dem Hakenkreuz rumgelaufen. Die mussten auch immer jedem zeigen, hey, ich bin Nationalsozialist. Ja, auch immer diese Symboliken, wenn die so wichtig werden, dann kann es schnell mal gefährlich werden. Aber es fällt halt vielen Leuten nicht auf, weil viele verharmlosen das Christentum und sagen, oh, das ist ja gar nicht so eine schlimme Religion und das ist doch noch eher eine gemäßigte Religion. Und klar, es gibt noch krassere Religionen als das Christentum, aber das Christentum ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, und das heißt nicht, dass ich die Gläubigen hier abwerte und sage, was sind denn das für Menschen, sondern ich kritisiere die Religion. Darum geht es mir. Und ich hoffe, dass auch jeder Gläubige merkt und jeder Gläubige zum Nachdenken angeregt wird und sich denkt, oh, vielleicht ist das, woran ich da glaube, und die Dogmen, die das mit beinhaltet, vielleicht ist es gar nicht so gut, vielleicht sollte ich da mal kritisch drüber reflektieren und gegebenenfalls vielleicht auch aus der Kirche austreten. Habe ich euch auch noch einen Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr noch in der Kirche seid und austreten wollt. Viele sind ja in der Kirche und glauben an eigentlich gar nichts. Wir sind eigentlich schon längst atheistisch, aber sind noch nicht aus der Kirche ausgetreten. Wenn ihr austreten wollt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung einen Link finden zum Kirchenaustritt, wie das genau geht. Und ich hoffe, ich kann euch dazu motivieren, Religion kritisch zu hinterfragen und mit offenem Blick durch die Welt zu gehen. Und Wissenschaftlichkeit hochzustellen als Konzept und nicht Glauben, sondern Wissenschaftlichkeit. Okay, so viel fürs heutige Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video und wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann abonniert. Okay, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.